Neues aus der Musikszene. Das Deinem Radio Interview. Immer wieder Sonntag. Hallo, hier ist Linda Feller. Hallo, liebe Hörer, da spricht der Fritz Wedelbürger vom Nock Alpenkredit. Ja, hallo, hier ist euer Jörn Niedfeld. Immer wieder Sonntag. Das Deinem Radio Interview. Exklusiv bei Deinem Radio. Der Newcomer des Tages. Powered by Deinem Radio. Das Deinem Radio Interview. Heute haben wir wieder einen Künstler hier live im Interview, dessen Name Jörn Niedfeld heißt. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo, lieber Mike. Ich bedanke mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns oder beziehungsweise auch mir zur Verfügung stehst, um dir einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Natürlich, immer wieder gerne. Ich stehe immer für Antwort und Rede parat. Jetzt würde mich natürlich oder beziehungsweise auch den Hörer interessieren, wer ist denn eigentlich Jörn Niedfeld? Erzähl mal kurz einfach mal kurz ein paar Eckpunkte von dir. Also Jörn Niedfeld ist ein 30-jähriger junger Mann aus dem schönen Niedersachsen, dem Städtchen Kloppenburg. Ja, ich bin zurzeit Single, wie gesagt, mache sehr gerne für mein Leben Musik, singe sehr gerne, ja, habe auch eine feste Arbeit. Also das, was eigentlich so ein 30-jähriger Mann eigentlich so tut in seinem Leben. Okay, das heißt also, du bist im Prinzip noch im Leben stehend, aber Zielrichtung ist schon irgendwie, wenn sich ergibt, eine musikalische Karriere. Ja klar, auf jeden Fall. Okay, würdest du jetzt direkt sagen, es ist im Prinzip jetzt so was Musiktechnisches alles noch ein bisschen hobbymäßig oder sagst du schon, nee, ich tue das alles schon mit einem ernsthaften Hintergrund mir anschauen? Also man muss es ja immer so sehen, also hauptsächlich gehe ich ja richtig arbeiten, aber es ist natürlich mehr als ein Hobby mittlerweile für mich. Also natürlich verfolge ich das Ganze ernsthaft auch mittlerweile mit dem Hintergedanken, dass ich später natürlich mal auf den großen Bühnen stehen will. Hast du denn einen Künstler, der für dich als Vorbild dient vielleicht? Ja, Jörg Bausch zum Beispiel, Matthias Reim, das sind alles so Größen, die ich für mich persönlich halt sehr... Ja gut, ich meine, Ziele brauchen wir heutzutage im Leben, aber du hast ja schon einige Songs mittlerweile auf dem Markt, ich will jetzt nicht sagen geworfen, aber du hast schon welche gepresst, also direkt schon fertig produziert gemacht. Wann fing deine musikalische Karriere denn an? Oder beziehungsweise, wann hast du davon geträumt, Künstler zu werden? Ich habe damals schon mit 16, 17 habe ich schon angefangen, so zu Hause am Computer immer so ein bisschen rumzuprobieren. Mhm. Da hat man ja immer so als Kind, oder wenn man noch diese Sachen kennt, man hatte damals, es gab kein Internet, aber ich habe trotzdem halt schon mit dem Mikrofon und so zu Hause rumgespielt, so dass man dann seinen eigenen Radiosender erfunden hat oder so und dann Musik aufgezeichnet hat und einfach so eine Sendung mal aus Spaß zu machen oder sowas. Und dann auch einfach mal mitzusingen oder so. Das waren schon so die Anfänge. Oder halt, man kennt natürlich auch auf der PlayStation diese SingStar und sowas alles. Habe ich alles schon gemacht und da habe ich natürlich gedacht, ja, warum versuchst du das nicht mal richtig oder so? Aber ich bin halt auch noch nie irgendwie dazu gekommen, das wirklich mal auszuprobieren. Und dann hatte ich irgendwann mal eines Tages halt bei YouTube was reingestellt gehabt. Habe dann eine Freundin gefragt, ob die jemanden kennt. Das war eigentlich nur Spaß. Ob die jemanden kennt, der sich mit Musik auskennt. Und dann habe ich das weitergeschickt. Ja, einen Monat später klingelte dann tatsächlich mein Telefon. Und der Herr Domik war am Telefon, also der DJ Domik. Der hat dann mit mir den Titel Kalte Mauern wollte er mit mir machen. Er hat mich halt gefragt, ob ich Lust hätte, Musik zu machen. Da habe ich gesagt, natürlich. Und so ist dann quasi, also war Kalte Mauern der erste Song, den du gemacht hast? Kalte Mauern war mein erster Song. Es war natürlich vorher noch nicht klar, dass es Kalte Mauern wird, aber er hat halt einfach Interesse da gehabt dran, mit mir was zu machen. So bin ich dann natürlich zwei Monate später zu ihm, im Herbst zu ihm runtergefahren, nähe Mönchengladbach. Und da ist dann halt durch Gespräche untereinander haben wir dann entschieden, dass wir den Song Kalte Mauern machen. Vom Musikstil unterscheidet er sich aber schon jetzt von den aktuelleren Songs, so wie. Und zwar war es erst geplant, dass ich Richtung Pop gehe, also Deutschpop. Das hört man vielleicht auch so ein bisschen, merkt man das auch an der Art. Und aber dann haben wir gedacht, nee, wieso? Popschlager ist doch gut und ist wieder im Kommen. Und meine Stimme ist dafür auch gar nicht so schlecht. Also haben wir uns dann für diese Art entschieden, beziehungsweise ich mich, weil ich fühle mich halt in der Branche sehr wohl mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme auch mit den Songs sehr gut klar. Dann hören wir uns jetzt den Song doch einfach mal an. Hier ist jetzt für euch Jörn Niedfeld mit Kalte Mauern. Und lassen wir uns doch einfach mal von inspirieren. So, das war jetzt dein Song Kalte Mauern. Der Hörer weiß jetzt quasi erstmal so, mit wem er es zu tun hat.
Jetzt gehen wir mal noch ein paar Schritte weiter. Was war denn nach Kalte Mauern der nächste Song, den du dann, oder beziehungsweise nach welchem Abstand hast du dann den nächsten Song produziert? Und wieder mit welchen Hintergedanken vor allen Dingen? Also Kalte Mauern war ja, wie gesagt, der erste. Dann nach kürzester Zeit hatten wir dann überlegt, mal was zu machen, was so ein bisschen mehr in die Party-Richtung geht, weil wir wollten halt nicht immer nur so langsamere Sachen machen, sondern auch mal gucken, wie das Publikum vielleicht darauf anspringt, wenn man irgendwas Partymäßiges rausbringt, also was zum Feiern. Und da kamen wir dann halt auf den Gedanken, auf geht's, ab geht's zu machen. Und der Song, der ist ja nun dann schon, wie du gerade gesagt hast, schon so ein bisschen mehr in die Partyrichtung. Also eigentlich ideal geeignet für die Hörer, wenn man jetzt eine schöne Party hat, sagt man eigentlich, kann man den doch ganz gut zusätzlich mitnehmen, oder? Genau, ich könnte den auch mal so als Refrain kurz darstellen. Auf geht's, ab geht's, wir wollen heute feiern gehen. Whoa, oh, 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 oh. Auf geht's, ab geht's, wir wollen euch heute tanzen sehen. Whoa, oh, 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 oh. Also man merkt, es geht schon in die Richtung, dass man, wenn man will, richtig abgehen kann, ja. So, an der Stelle hast du natürlich nicht nur mich, sondern auch natürlich die Hörer neugierig gemacht. Und da hören wir uns jetzt mal an, wie da jetzt im kompletten produzierten Song klingt. Hier also jetzt Jürgen Niedfeld für euch mit Auf geht's, ab geht's. Viel Spaß. Das war jetzt der Song von Jürgen Niedfeld. Er hat es schon angeteased. Es ist ein Party-Song. Auf geht's, ab geht's. Du hast ja dann noch einen Song wieder veröffentlicht. Wie heißt der denn, der nächste von dir? Ja, erstmal muss ich dazu sagen, dass ich in der Zwischenzeit dann mein Management gewechselt habe. Und dann wurde das Team von Musicstar auf mich aufmerksam. Und seit dem März 2013 bin ich jetzt auch bei denen unter Vertrag. Und deswegen haben wir dann auch untereinander beschlossen, dass wir dann, weil man merkt, Auf geht's, ab geht's, ist noch ziemlich partylastisch und so weiter, hat auch noch nicht so wirklich viel mit Pop-Schlager zu tun. Aber dann bin ich halt zu denen gewechselt und dann kamen wir zu Wie ein Komet. Und Wie ein Komet ist wirklich ein Titel, wo ich sagen kann, den haben wir gemacht, weil ich auch... Ja, ich hatte damals, jetzt ist sie leider weg, aber jeder hat mal im Leben eine Frau kennengelernt, okay, die ist es jetzt und so, und deswegen der Titel Wie ein Komet. Und zwar haben wir den Titel halt genommen, weil der passte explizit da drauf und ja, wie gesagt, man kann wirklich sagen, jeder, der jemanden mal kennengelernt hat im Leben und für sich sagt, dass Wie ein Komet in sein Leben eingeschlagen ist, für die Leute ist dieser Song gedacht. Also Wie ein Komet, nun gibt's ja Künstler, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, die ähnliche Songs hatten, die auch Wie ein Komet hießen. Also da hast du recht, Mike. Nein, es ist kein Zusammenhang damit zu finden. Man denkt es in erster Linie. Du meinst jetzt wahrscheinlich die Künstler wie aus Österreich und etc. Mit denen hat der Song nichts zu tun. Das ist schon eine eigene Produktion für sich. Gut, dann hast du uns natürlich jetzt wieder neugierig gemacht und da wollen wir den Song doch einfach mal gnadenlos jetzt reinfahren. Oder was sagst du, Jürgen? Ja, ich würde mal sagen, lassen wir den Kometen mal auf uns zu rasen. Dieser Komet, ob er bei euch eingeschlagen hat oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Wie gesagt, das ist die dritte Auskopplung, also dritter Song gewesen von Jürgen Niedfeld. Nun sind wir mittlerweile im Jahre, das war 2013, ne? Genau. 2014, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen ruhiger verlaufen, das Ganze. Hat aber auch private Gründe unter anderem. Ich habe aber dann auch einen Gesangslehrer dann in Anspruch genommen nach der Zeit. In der Zeit habe natürlich meine Stimme geschult, was man dann natürlich auch jetzt merkt zwischen den Titeln allgemein. Ja, dementsprechend, nachdem ich jetzt meine Gesangsausbildung weiter fortgesetzt habe, haben wir dann jetzt, ja, der Titel Verbotene Liebe an dieser Stelle möchte ich ihn jetzt nennen, der dann gleich für euch als vierter Titel... Also er hat quasi von 2013 nach seinem letzten Song eine kreative Sangpause eingelegt und hat dann jetzt, da muss ich auch sagen, dieser Song, du hast es ja schon angesprochen, Verbotene Liebe, der ist knallfrisch gerade erst aus den, sagen wir mal, Plattentellern entsprungen. Ich weiß, genau. dass du erst vor kurzem im Studio warst und hast quasi neue Songs oder kann man quasi jetzt schon erwarten, da kommt noch mehr. Und das erste Neue ist quasi dieses Verbotene Liebe. Der genau. Titel sagt ja schon wieder Verbotene Liebe. Wie ist das gemeint? Also es ist gemeint, dass zwei Menschen sich lieben, aber der andere Mensch den einen nicht lieben darf, beziehungsweise er möchte ihn lieben, aber der andere Mensch, der noch in der Beziehung ist, der weiß es noch nicht so ganz genau.
Das klingt spannend. Dann hören wir uns das einfach mal an, was du uns da für eine Botschaft vermittelst. Da haben wir jetzt hier quasi den Jörn Niedfeld mit seiner wirklich brandneuen Single Verbotene Liebe. Das war jetzt der Verbotene Liebe von Jörn Niedfeld. An der Stelle würde mich natürlich interessieren, wie gesagt, der Song war ja jetzt, wie ich schon gesagt habe, brandaktuell. Wann ist er im Studio gemacht worden? Gibt es da einen Tag, den du uns nennen magst? Gemacht worden ist er am 8.5. Wie ist denn der 8. Mai für dich im Tag verlaufen? Magst du uns da vielleicht mal Einblick geben, wie so ein Tag im Studio ausschaut und welche Arbeit auch dahinter steckt? Auf jeden Fall gerne mal. Also es war erst abends der 7. Mai noch. Da bin ich schon unruhig ins Bett gegangen oder aufgeregt. Dann natürlich dann erstmal von 5:30 bis 14 Uhr war ich auf der Arbeit. Danach bin ich dann schnell ins Auto gestiegen, bin nach erstmal anderthalb Stunden nach Münster gefahren und bin dann dort im Studio angekommen um 16 Uhr. Da war dann vorher noch mein Künstlerkollege dran. Und ja, ich war dann danach dran mit Verbotene Liebe als erstes. Und ja, im Studio ist es, ja, wie soll man das erklären? Es ist ein Raum mit sehr vielen Schaltern und Bildschirmen und Monitoren und Boxen. Also ähnlich wie bei uns hier im Studio, habe ich auch viele Schalter, Boxen und aber es ist ja nochmal was anderes im Studio, ne? Also alles nochmal anders aufgebaut, professioneller, ne? Aber ich muss an der Stelle auch sagen, es macht halt sehr viel Spaß in so einem Studio auch, ne? Ich war an diesem Tag von 16 Uhr bis 0 Uhr im Studio. Ja, wir haben insgesamt 3 Titel aufgenommen in der Zeit. Und wir haben natürlich nicht nur dieses Einsingen gemacht, wir haben natürlich komplett mit Mastering alles gleich drum und dran fertig gemacht. Okay, jetzt frage ich mich, ein Künstler, so kenne ich das zumindest auch von anderen namhaften Künstlern, die tun den Song einsprechen oder einsingen und müssen den dann aber ellenlang wiederholen, weil der Produzent sagt, an der Stelle müssen wir es nochmal machen. Gab's das bei dir auch? Und wenn ja, gab's da auch eine Stelle, wo du sagst, jetzt, das nervt mich jetzt, ich will am liebsten jetzt bloß noch nach Hause? Ja, die gab's auch. Aber ich habe dann einfach so, das hat aber keiner gehört, weil ich war ja im Aufnahmeraum. Ja. Ist ja Tür zu und ja. Aber wie gesagt, es macht halt trotzdem echt Spaß und sollte jeder mal gemacht haben. Naja, also, wie gesagt, ich meine, den großen Künstlern geht's ja auch nicht anders. Auch die haben irgendwann mal auf Deutsch gesagt, einfach die Schnauze voll. Aber richtig, vor allen Dingen, es heißt dann einfach mal vom Aufnahmeleiter, ja, hier sing doch mal ein bisschen noch mehr Gefühl. Das war jetzt zwar ganz schön, aber das kannst du noch besser. Und okay, und um 0 Uhr habt ihr dann quasi alles fertig bearbeitet gehabt und du konntest dann quasi an dem Tag entlassen werden. Und bist du dann mit einem guten Gefühl ins Bett später gegangen oder bist du eher mit einem, an der Stelle hätte man vielleicht noch was besser machen können? Ich bin dann noch gar nicht ins Bett gegangen. Ich habe mir meine Songs erstmal angehört zu Hause. Ja, aber ich kann selber sagen, Verbotene Liebe, ich finde den sehr gut, ja. Wo kann man denn deine Singles, wenn man jetzt so sagt, oh, die waren ja richtig cool, wo kriege ich denn die jetzt zu kaufen? Sag mal, wo man die bekommt. Also die gibt's ganz normal halt bei Amazon, Music Lord, iTunes, so die gängigen Download-Portale, würde ich es einfach mal sagen. Ich bin demnächst auch schon mal in Planung. Es sind halt zwar erstmal nur so 100, 150 CDs, die ich pressen lasse, aber da kommen dann schon mal so die Titel alle drauf, die ich bisher habe. Und die kann man dann, denke ich mal, über unser Management direkt kaufen. Signiert mit mir von meiner eigenen Handschrift, ist ja klar. Ja, da kann man sich dann schon mal eine CD erwerben. Für die, die halt nicht mehr lange warten wollen. Gut, bist du denn auch im sozialen Netzwerken irgendwo vertreten? Twitter, Facebook, wo findet man dich, wenn man dich jetzt gerne liken möchte? Ja, bei Facebook findet man mich auf jeden Fall. Einfach den Namen Jörn Niedfeld eingeben. Dann gibt es auch eine Webseite, wo man mich findet. www.jörn-niedfeld.de. Ja, also da findet man mich überall. Da gibt's dann auch eine Fanseite, wo man dann mal sein Like da lassen kann, wo ich mich natürlich immer drüber freue. Okay, also und dort auf Facebook zum Beispiel bleibt man dann im aktuellsten Stand. Also wenn du dann, wie gesagt, das neue Album oder beziehungsweise die 150 CDs, was du gerade sagtest, von deinem Management in den Verkauf startest, kann man sich dann quasi dort informieren und sagen, jetzt gibt's die, jetzt will ich sie kaufen. Richtig, das so wird das kommen. Also es sind ja, wie gesagt, insgesamt 3 Titel aufgenommen worden, kann sagen, und dann bin ich mit meinem Management, habe ich noch gestern erst geredet, dass wir jetzt auch noch dabei sind, wieder was Partylastiges zu machen. Okay, also gut, dann hoffe ich an der Stelle, dass wir noch ein paar Leute interessieren konnten und dass wir an der Stelle, sage ich mal, doch ein paar sehr informative und auch viele Einblicke gewinnen konnte, die man vielleicht jetzt nicht von dem Sänger oder Künstler erhalten hat. Da bin ich sehr dankbar, dass du da ein paar Sachen zum Abwischen gesagt hast, gerade
im Studio, dass das nicht alles so eine schnelle Arbeit ist, ne? Ja, richtig, da hast du recht, Mike. Und ich will mich natürlich aber auch nochmal recht herzlich hier bei euch bedanken, dass ihr mir dieses Interview ermöglicht habt. Und ich stehe natürlich auch in der nächsten Zukunft, wenn wieder was Neues von mir gibt oder so, gerne wieder für Interviews bereit. Okay. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörern, die jetzt da waren. Und vielleicht habe ich ja doch noch ein paar neue Fans dazu gewonnen. Wäre natürlich schön. Neues aus der Musikszene. Das Deinem Radio Interview. Immer wieder Sonntag. Hallo, hier ist Linda Feller. Hallo, liebe Hörer, da spricht der Fritz Wedelwürger vom Nockalp. Ja, hallo, hier ist euer Jörn Nietfeld. Immer wieder Sonntag. Das Deinem Radio Interview. Exklusiv bei Deinem Radio.